Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen mit Wasserquill in luftiger Höhe. Ja, jetzt geht's daran zum Eiskampffeld zu gelangen und den letzten König herauszufordern. Ich tu Pampherm nur schon mal nach vorne. Es wird nämlich bestimmt ein hitziger Kampf. Wenn das nicht Shining ist. Wahrscheinlich ist es wirklich selten, hier jemanden anzutreffen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man hier unbedingt freiwillig hin will. Okay, was hast du Interessantes aufgeschnappt? Aber immer doch. Deine Infos bin ich immer offen. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass der Kampf spaßig wird. Okay, ich weiß, dass ich mich nicht auf den Kampf freue. Ja, dass das hier zu kalt ist, das konnte ich mir auch so schon denken. Das Praktische an Wasserquill ist, dass man immer so ein kleines bisschen dabei nach oben fliegt. Oh, hier gibt's Machomais. Wenn ich mal ein gutes Kampf-Pokémon haben will, weiß ich jetzt wo. Kommt damit eigentlich nicht so stark voran, wenn man jetzt nicht von einem hohen Punkt aus startet. So, wartet Leute, ich will hier eigentlich eben kurz abspeichern von dem Kampf. Muss ich aber gleich offenbar. Okay. Sieh her und staune. Warte, später vielleicht? Ich will noch abspeichern vorher. Gib mir einen kurzen Moment, Leute. So, hab eben kurz abgespeichert. Aktilus! Du wirst mir in den Hintern treten. Also diese Bosskämpfe, die sind ja halt auch wirklich interessant, ne, weil die halt mal komplett anders sind. Wo bleibt der Riese? Ich stehe auf ihm drauf, oder? Hallo? Wusste ich doch, dass er aggressiv ist. Warum muss ich gegen den Giganten kämpfen? Ich habe nur ein kleines Feld? Was ist das für ein Rotz? Aua, kalt! Aua! Aktilas mag mich. Eisstrahl, Hyperstrahl. Jetzt was kann ich das ansehen? Hyperstrahl wahrscheinlich. Los, Pampherno, wir schaffen das. Ich gehe mal beiseite. Welches Level hat der? Level 56, okay. Ist ja hier kein Eis-Pokémon? Oder warum ist Feuer nicht sehr effektiv?
Ich mache einen schwächeren Ableit-Hieb, weil ich dann in der nächsten doppelt angreifen kann. Das wird wehtun. Und Pavernus down. Naftara! Glaub an dich! Aber erstmal Pamperno. Brauch dich auch noch. So, Eisenschweif mit voller Stärke. Hau drauf! Ja, hier kann man wenigstens nicht verfehlen. Also so ein Riesen zu verfehlen ist schon eine Kunst. Bin genau reingejumpt. Alter, ich kann ja fast durchgehend werfen. Ich hätte keine zweite Kampfphase brauchen. Okay, jetzt muss ich hardcore aufpassen. Jetzt kommen wieder die Eissapfen von oben, ne? Und wurde besiegt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich down gegangen bin. Was heißt Leiste übernehmen? Ja. Ich möchte übernehmen, wenn ich dadurch einen Teil mehr ersparen kann. Ah, ich kann einfach hier weitermachen. Einfach die ganze Zeit tänzeln. Richtig easy. Perfekt. Los, Aktiles, Schluck! So, wie sieht deine Version von hier aus? Bestimmt richtig atemberaubend. Ja, die sieht richtig nice aus. Wie so eine uralte Schildkröte. Aktilas wurde geholfen. Jetzt fehlt nur noch einer, ne? Nämlich der Oberchef höchstpersönlich. Jetzt habe ich die Frosttafel. Ich glaube, ich habe damit jetzt alle Tafeln. Oh ne, Geistertafel eigentlich noch, oder? Ich erinnere mich nicht, die bekommen zu haben. Indem ich gut bin. Ich bin kein Monster. Okay. Ach, das leidet nicht darunter. Ja, das stimmt. Gern geschehen. Ich bin einfach der Beste. Jetzt fehlt nur noch eins, ne? Nee, ich soll da wahrscheinlich reinfliegen. Da kommen bestimmt noch Blitze. Schön, dass ihr euch endlich vertragen habt. Hat ja nur irre lang gedauert.
Nee, das schafft er nicht. Aber ein interessantes Kampffeld. Ich hatte eine irre kleine Fläche. Na gut, dann mal eben kurz zurück zu dem Boku, ne? Ich habe hier übrigens nicht ein einziges Pokémon, glaube ich, gefangen. Nur bekämpft. Und zurück in Jubeldorf, ja! Warte mal, irgendwer wollte Knirschminerei. Der Laden wollte Knirschminerei. Drei Brocken wollte er, nicht zwei. Verdammt, ich brauche noch einen. Hol ich aufs Screen. Jo, Denboku, ich komme. Hier bin ich. Ich habe sie alle wieder beruhigt. Gern geschehen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch. Da ist noch einiges zu tun. Also damit war es es doch noch nicht. Na, Mubeshi. Ah. Diese Zeiten, die liebe ich, wo ich einfach was essen kann. In dem Pokémon selbst tut es ja gut. Ja, das stimmt. Ohne mich wäre hier alles kaputt gegangen. Will ich denn nach Hause zurück? Ach, das ist ja nett. Ich habe ein Zuhause gefunden. mein Assistent Larven. Jetzt in der Nacht passiert bestimmt irgendwas Schlimmes und jetzt muss ich dann zum ehrwürdigen Sinnoh namens Arceus oder eventuell Palkia und Dialga. Wusste ich doch. Was ist passiert? Hauptmission, das Unheil. Ich wusste doch, dass was passiert. Womit darf ich rechnen? Es ist größer geworden. Ich wusste es doch. Irgendwas Schlimmes passiert. Oh dear, oh dear. Ich denke aber mal, dass wir jetzt langsam im Endgame sind. Ja, sofort. Ich soll jetzt wahrscheinlich da hoch. Weil ich die beste Wahl bin. Ja, das ist ja abgeschlossen.
Ich bin nicht dafür verantwortlich, ne? Ich bin po... ich weiß es nicht. Ich war es nicht. Ich fühle nichts im Schilde. Warum denken immer alle, ich fühle was im Schilde? Nur weil ich so komisch aussehe und Katzenohren habe. Ja. Doch, ich hab nicht gelogen. Den Rest schließen eventuell. Ich darf nicht mehr ins Jubeldorf. Natürlich. Warum sollte man in mir Vertrauen haben? Du bist ein herzloser Typ. Ich hab doch gar nichts Schlimmes getan. Ja. Man gibt mir die Schuld für etwas, wofür ich nicht verantwortlich bin. Super. Ja, wir kommen gerade safe gerade ins Endgame. Eventuell habe ich auch eine Pokémon-Woche deswegen jetzt gemacht, dass nur Pokémon in die Woche kommt. Wenn ja, wisst ihr ja jetzt warum. Ich bin unschuldig. Das war alles Larven. Ihr seid alle schrecklich und herzlos. Danke, dass sie mitkommt. Hoffentlich kann ich weiterhin einfach irgendwo hinreißen. Mann, traurige Szenerie. Ich bin auch nur Mensch. Das passiert, wenn man mit Religion sich anlegt. Darf ich mir jetzt aussuchen? Danke, das ist ein Befehl, den ich annehme.
Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Du denkst nur daran. Okay, ich muss Topin aufsuchen. Zum Glück darf ich alle Teile noch benutzen. Okay, Leute. Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.